Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich nicht nur, dass ihr eingeschaltet habt, sondern ich freue mich auch darüber, dass ich in diesem Video gemeinsam mit euch das 5-jährige Bestehen dieses Kanals feiern kann. Das Notizhefte-Universum hat 2013 mit einem Blog begonnen. Und es sind dann weitere Kanäle hinzugekommen, ein Instagram-Account, es gibt diesen YouTube-Kanal, es gibt einen TikTok-Kanal und dann hatte ich auch mal Pinterest gemacht, aber das war irgendwie nicht so meins, da irgendwie das Netz mit Bildern zu fluten und durch diese Bilder irgendwie Traffic auf meinen Blog zu locken. Das hat nicht funktioniert. Im Wesentlichen sind es bislang die Elemente Instagram, YouTube, Blog, die, wie soll ich sagen, ein solides Dreieck bilden mit dem Zentrum Literatur, aber eben auch mit anderen Dingen, die zum Kulturbereich dazugehören. Heute soll es aber um Bücher gehen, und zwar um solche, die hier auf dem Kanal eine Rolle spielen, die immer wieder in Bezug genommen werden, die wichtig waren für mich, für meine Lektüren, die ich aktuell lese, die ich bald lese, die ich nebenher lese. Und darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen sprechen. Without further ado, wie es immer so schön bei den englischen Booktubern heißt, fangen wir an. Drei Bücher, die auf diesem Kanal immer wieder genannt werden. Ich habe mich für zwei Romane und ein Sachbuch entschieden. Wir fangen mit einem Roman an, der niemanden überraschen kann und wird. Es handelt sich um Buddenbrooks von Thomas Mann. Das ist ein Roman, den ich schon lange mein eigen nenne. Diese Fassung 1988, da waren viele von euch vielleicht noch gar nicht auf der Welt. Da habe ich dieses Buch hier geschenkt bekommen, seither mehrmals gelesen und ich glaube auch vorher in der Schule schon mal gelesen. Also Thomas Mann, Die Buddenbrooks. Ein Familienroman der Geschichte vom Verfall einer Familie, vom Niedergang bürgerlicher Kultur und von der Begegnung mit neuen Ideen, mit neuen Weltsichten, die das strebsame, sich selbst genügende Arbeiten hinterfragen, gefährden und die zur Auflösung führen. Schopenhauer und Richard Wagner sind die Chiffren, die der junge Thomas Mann genau in dieser Hinsicht interpretiert und aufgenommen hat. Und das Aufeinandertreffen von bürgerlicher Existenz mit Zweifeln auf der einen Seite und Auflösung auf der anderen Seite, dafür steht der Tristan-Akkord, das bringt eben die Welt ins Wanken und deswegen kann es nicht so weitergehen, wie es begonnen hat. Davon handelt dieser Roman. Ein anderer Roman, der auch immer wieder genannt wird, ist wesentlich jüngeren Datums. Es ist Westend von Martin Mosebach. Mosebach, ein katholischer, konservativer Schriftsteller, der sich stilistisch durchaus auch in der Nachfolge von Thomas Mann sieht, hat hier ein Opus über die Veränderung einer Stadtgesellschaft, über den Niedergang bürgerlicher Ideale und Tugenden geschrieben. Geschäfte, Tradition, das Eheverständnis, all das ist im Wandel, zum Teil in Auflösung. Und es gibt Personen, die dem Untergehenden hinterher trauern. Ein paar halten auch verbissen, aber erfolglos daran fest. Andere reiten die Welle des Fortschritts und versuchen, so viel wie möglich Gewinn daraus zu schlagen. Aber es gibt eben auch Scheitern, das dazugehört. Und das wird in diesem Buch am Beispiel des Frankfurter Westends, einer Gegend, die
stattentwickelt wird, wie man so schön sagt, und sich dadurch eben massiv verändert. Sehr gut beschrieben. Ein historisch interessanter, ein literarisch anspruchsvoller, aber auch ja, lohnender Roman. Eine Lektüre, die dem Leser etwas bringt. Kann ich auch sehr empfehlen. Drittens ein Sachbuch, das auf diesem Kanal immer wieder genannt und auch inhaltlich in Bezug genommen wird, ist von Wolfgang Martinkewitsch, Salon Deutschland, Geist und Macht 1900 bis 1945. Ein Buch, das sich mit dem Salon des Verleger-Ehepaars Hugo und Elsa Bruckmann in München beschäftigt, die von 1898 bis 1941 diesen Salon betrieben. Und wählerisch waren bei den Leuten, die sie aufgenommen haben, aber unter denen, die sie ausgewählt haben, waren auch eben solche, die wir heute etwas kritischer sehen aus der Rückschau, also Houston Stuart Chamberlain und ein gewisser Adolf Hitler und auch eine ganze Reihe von sinistren und dunklen Gestalten neben den Lichtgestalten der deutschen Literatur, die sie in München um diese Zeit eben auch aufgehalten haben. Dem geht dieses Buch nach. Es erzählt über den Einfluss von reichen Leuten, den Bruckmanns, auf Wenden, auf Entwicklungen der Geistesgeschichte durch das Bereitstellen von Kommunikationsplattformen. Die Bruckmanns mussten die Leute in ihr Palais lassen, um den Salon zur Verfügung zu stellen. Manch anderer stellt einem heutzutage eine Plattform zur Verfügung und beeinflusst dadurch gesellschaftliche Dialoge. Insofern ist dieses Buch in doppelter Hinsicht interessant für unsere heutige Zeit. Das waren drei Bücher, die auf diesem Kanal oft erwähnt werden, die euch immer wieder begegnen können. Jetzt möchte ich drei Bücher nennen, die für ein Thema stehen, das auf diesem Kanal eine große Rolle spielt. Und zwar ist das das Thema Exil. Und ich habe drei Bücher herausgesucht, die mich intensiv beschäftigt haben in den letzten Jahren, mit denen ich mich hier, aber eben auch für mich persönlich, auch auf dem Blog und privat, wenn man so will, intensiv auseinandergesetzt habe. Und das ist zunächst einmal von Anatole Renier, Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus. Und das ist ein Buch, in dem es viel zu entdecken gab und das mir viel mitgegeben hat, sowohl was Schriftsteller und ihre Werke angeht, aber eben auch systemische Bedingungen, Strukturen und die Probleme, die damals entstanden sind und die zum Teil eben lange nachwirkend waren und die sich in ähnlicher Form in vergleichbaren Situationen der Verfolgung, des Drucks, des Gefährdetseins eben immer wieder abspielen. Denken wir an die Situation von Menschenrechtsverteidigern in autoritären Regimen, denen geht es mutatis mutandis vergleichbar. Manche sind bekannt im eigenen Land, manche sogar im Ausland. Aber was kann man für die Leute tun? Was will man für die Leute tun? Welche Kosten-Nutzen-Rechnung macht man auf? Und das spielt natürlich auch alles hier eine Rolle. Neben dem Persönlichen, wie die einzelnen Autoren sich verhalten haben, ob sie schuldig geworden sind, ob sie bewusst sich mit dem System arrangiert haben oder ob sie es unter Druck getan haben, welche Art von Widerstand sie geleistet haben, was sie für ein Werk produziert haben unter diesen Bedingungen. All das wird in diesem Buch sehr interessant beschrieben. Hinten drauf steht: Dieses Buch handelt von Schriftstellern im nationalsozialistischen Deutschland, ihrem Spagat zwischen Anpassung und künstlerischer Integrität unter den Bedingungen der Diktatur. Und genau darum geht es. Und eine zentrale Persönlichkeit in diesem Zusammenhang ist natürlich Gottfried Benn. Und da gibt es dieses hochinteressante Buch von Helmut Lehten, Der Sound der Väter, Gottfried Benn und seine Zeit. Und man sieht, das ist ein Buch, mit dem ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt habe, um Benn,
sein Werk, aber eben auch Ben und sein Werk in der Zeit genauer kennenzulernen. Und das hat für mich viele Implikationen dergestalt gehabt, was ich von Ben lesen wollte oder noch lesen möchte, inzwischen gelesen habe, und wie ich mich weiter mit dieser Zeit unter diesem Aspekt beschäftigen möchte. Insofern war das ein sehr hilfreiches und sehr interessantes Buch, aus dem ich viel gelernt und auch eine ganze Menge mitgenommen habe. Gottfried Benn, der Sound der Väter. Und dazu passt dann Matthias Bormuth, Schreiben im Exil. Porträts von Autoren, die ins Exil gegangen sind oder eben auch nicht, denn hier geht es eben auch um Gottfried Benn, aber eben nicht nur, es geht um Gottfried Benn, Hans Scholl, Felix Hartlaub, dieser wunderbare junge Mann, der 1945 verschwunden ist und wir wissen nichts von ihm. Er hat den Krieg überlebt, er war ein scharfer Beobachter. Ich habe auch ein Buch, das steht hier hinter mir, aus Hitlers Berlin, und er hat verschiedene Texte, Fragmente auch hinterlassen, und aus dem hätte ungeheuer viel werden können, allerdings ist er eben verschwunden und so ist das Werk Fragment geblieben, was man natürlich sehr bedauern kann und was auch Bormuth bedauert. Und dann geht es um Stefan Zweig, er spricht mit Inge Jens über Thomas Mann, er schreibt natürlich über Erich Auerbach, und in jüngster Zeit habe ich einiges auch über Erich Auerbach noch gelesen, auch von Bormuth, aber auch von anderen. Karl Popper, die Mandelstams, Tony Jude, Adam Zagajewski. Also ein hochinteressantes Buch zu einem wirklich spannenden Thema, das sich auch durch meine Leseinteressen zieht, an das ich auch immer wieder anknüpfe. Diese Querverbindungen sind eben auch etwas, was mir beim Lesen wichtig ist, und dazu tragen diese drei Bücher zu diesem Thema eben auch ihr Teil bei. Nächster Block, was lese ich aktuell? Da werden jetzt viele überrascht sein, weil das ist was ganz anderes. Das ist einmal dieser Roman hier, The Parisian von Isabella Hamad, ein Buch über einen jungen Araber, der aus Nablus in Palästina stammt, dessen Vater ein Geschäft in Kairo betreibt und der Arzt werden möchte und zum Studium und zur Verbesserung seiner Kenntnisse nach Europa geht. Und das bedeutet für Araber und Menschen aus dem Nahen Osten damals, er geht nach Frankreich. Und so kommt er eben kurz vor Kriegsausbruch nach Frankreich und lernt dort Europäer kennen und muss sich mit ihnen arrangieren, so wie sie sich mit ihm arrangieren. Darum, um diese Begegnung von Kulturen geht es in diesem Buch. Und es geht eben auch um die Sicht auf das Eigene und auf das Fremde. Und es geht der Autorin wohl auch um die Rechtfertigung eines palästinensischen Anspruchs auf einen Staat. Darüber kann man historisch ja sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Das spielt hier aber auch eine Rolle. Ich habe gelesen, dass die Geschichte unseres Protagonisten interessant sei, dass politische Wirke sehr angehängt und aufgesetzt. Bin gespannt, welchen Eindruck ich von diesem Buch haben werde. Der Beginn, ich bin jetzt auf Seite 52, der Beginn jedenfalls, der sich noch nicht um palästinensische Politik aus heutiger Perspektive dreht, ist jedenfalls sehr gut, und es ist ein auch gut geschriebenes, interessantes Buch, das wirklich sehr schön in das Vorkriegsfrankreich führt. Das gelingt jedenfalls sehr gut. Das zweite Buch, was ich aktuell lese, ist Das Lied des Achill von Madeline Miller. Das ist ja das erste Buch, das sie geschrieben hat in diesem Retelling. Und ich habe von ihr bereits Ich bin Circe gelesen. Ich habe noch andere Retellings von griechischer Mythologie im Regal stehen. Und jetzt habe ich gedacht, gut, greifst du mal zu diesem Buch, das ganze Jahr ausgelöst hat, wenn man so möchte. Ich finde, es ist sehr interessant, den Unterschied zum Circe-Buch zu sehen. Circe ist ja von göttlicher Abkunft, wohingegen
Patroklos, der Erzähler dieses Buches, ein Sterblicher ist. Und obwohl beide in der Kindheit anfangen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, ist die Perspektive von Patroklos ganz anders. Beide sind natürlich eingebunden in diese holistische Welt, in der sich Menschen und Götter begegnen und die eben auch von Halbgöttern bevölkert ist und wo es auch immer wieder zu Verbindungen von Menschen und Göttern kommt. Aber es ist, wie ich finde, sehr klar zu unterscheiden, dass hier eben ein Mensch spricht und bei Circe eben eine Frau göttlicher Abkunft spricht, die eben auch über Kräfte verfügt, die daraus resultieren. Das hat Patroklos nicht. Patroklos ist ja eher so der Loser. Und weil er eben auch Dinge nicht so kann und tut und Fehler macht, wird er eben auch verbannt. Und er kommt dann in die Verbannung in ein anderes griechisches Königreich. Das klingt dann immer so toll, das ist irgendein Flecken. Und dort ist er dann eben bei Achill. Und der Vater des Achill zeichnet sich eben dadurch aus, dass er in seinem Königreich viele Prinzen aufnimmt, die von zu Hause weggeschickt werden. Und die bemühen sich dann alle um die Gunst von Achill, der mit ihnen, also wir steigen da ein, da sind die Jungs irgendwie so 12, 13, der mit ihnen spielt, aber zu allen gleichmäßig Distanz wahrt. Und bei Patroklos und Achill ist es eben anders. Die beiden verlieben sich ineinander. Sie haben dann eben auch eine echte Liebesbeziehung zueinander. Und dies prägt dann ihr weiteres Leben, als eben auch als erwachsene Männer. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich bin hier im ersten Viertel. Das Buch ist sehr eingängig geschrieben. Es ist, wie soll ich sagen, also es fühlt sich alles völlig natürlich an. Die Welt wird so geschildert, dass sie selbstverständlich ist. Ja, nicht natürlich, das falsche Begriff, selbstverständlich. Ist alles selbstverständlich. Die Autorin schafft es, uns als Leser ins antike Griechenland zu führen. Die Denk- und Handlungsweise der Protagonisten wird nie schwierig, unverständlich, sondern es ist alles ganz natürlich, wie sich die Geschichte entwickelt. Und nun steht eben, da bin ich gerade, steht im Raum, dass die Griechen aufbrechen müssen nach Troja, um Rache zu nehmen für die Entführung der Helena. Naja, und wir wissen ja auch, das geht nicht gut aus für Achill ganz am Ende. Oder auch nicht für Patroklos. Ja, den trifft es ja sogar noch vorher. Wer diesen schönen Troja-Film mit Brad Pitt gesehen hat, der weiß ja, wie es den beiden dann ergeht. Aber Achill trägt eben diese Mythoskrone des Helden davon, die dem armen Patroklos ja doch mehr oder weniger verwehrt bleibt. Das sind meine aktuellen Lektüre. Dann habe ich mir drei Bücher bereitgelegt, die ich demnächst lesen möchte und auf deren Lektüre ich mich freue. Dabei handelt es sich zunächst einmal thematisch anschließend Heimat im Exil, an dieses Thema des Exils. Eine hebräische Diaspora-Kultur in Berlin 1897 bis 1933. Das ist nun die umgekehrte Perspektive, wenn man so möchte. Da ist Diaspora, bedeutet ja, dass man als Jude nicht im Heiligen Land lebt und wie dann eben trotzdem eine Heimat gefunden werden kann, auch wenn sie noch so brüchig ist auf der Grundlage der Judenemanzipation und was das bedeutet, eben insbesondere in der Moderne des deutschen 20. Jahrhunderts, 1897 bis 1933. Und das habe ich schon einige Zeit auf meinem Lesestapel und hoffe, mich dem demnächst nähern zu können. Ein aktueller englischsprachiger Roman, der 2023 erschien, ist dieser hier. Kann man das sehen? Tan Twan Eng, The House of Doors. Das ist ein malaysischer Autor. Hier geht es darum, dass William Somerset Maugham bei einem befreundeten Ehepaar zu Gast ist in diesem House of Doors. Und diese Erlebnisse werden dann eben nacherzählt, ein Roman, der auf einer wahren
Begebenheit beruht. An amazingly transporting novel about love, desire and duty. It does what the very best stories do. It draws us into many fascinating worlds at once. The British Empire's incursions into Southeast Asia, the secret life of one of England's finest writers, and a forgotten murder trial playing out in the Kuala Lumpur courts a century ago. Also eine komplexe, mehrschichtige Handlung, die verschiedene Aspekte gleichzeitig thematisiert. Alles klingt interessant. Auch auf dieses Buch freue ich mich. Und schließlich noch einmal ein historisches Thema, die Hohenzollern und die Nazis. Stefan Malinowski schreibt die Geschichte einer Kollaboration. Was hat der Kronprinz, der Sohn von Kaiser Wilhelm im Dritten Reich getan und was haben die anderen Familienmitglieder getan? Es ist ein opulentes Buch zu diesem Thema und ich glaube, das wird auch eine sehr interessante Lektüre. Das Buch ist nicht unumstritten. Malinowski ist kein Freund der Hohenzollern und er empfiehlt uns auch, keine Freunde der Hohenzollern zu sein. Das beißt sich natürlich mit der Preußen-Begeisterung, die es eben doch immer noch gibt und die es, wie ich finde, auch völlig zu Recht gibt. Preußen ist eben nicht nur die Dynastie und schon gar nicht ist es nur das Verhalten der Dynastie im 20. Jahrhundert. Die preußische Geschichte geht eben weiter zurück. Und es wäre fatal, sie auf Wilhelm II. Und seine Söhne zu reduzieren. Man sollte das nicht weglassen und sagen, Preußen war toll und darüber schweigen, was die Herren hier getan haben. Aber es wäre falsch, daraus eine endgültige Bewertung ableiten zu wollen oder alleinig eine endgültige Bewertung ableiten zu wollen. Also insofern bin ich gespannt auf dieses Buch. Es gibt ja viel preußenkritische Literatur, die sich vor allem selbst bestätigt. Ich hoffe, dass Malinowski da souveräner mit seinem Thema umgeht. Ja, und dann gibt es ja noch die Bücher, weiß nicht, ob euch das auch so geht, die man so nebenbei liest, mit denen man sich lange beschäftigt, weil einen bestimmte Themen umtreiben, weil man etwas herausfinden möchte, weil man auch ja, Erkenntnis gewinnen will. Bei mir führt das dann gelegentlich dazu, dass ich zu so einem Thema ein Video drehe oder zumindest einen längeren Blogbeitrag schreibe oder eben auch mal tatsächlich einen Vortrag zu einem Thema halte. Und ja, wie soll ich sagen? Wir haben es hier zu tun mit Essays, die Thomas Mann geschrieben hat. Einmal Frühlingssturm, 1893 bis 1918 und Für das neue Deutschland, 1919 bis 1925. Ich habe eigentlich mit diesem Buch angefangen, weil ich den Essay von Deutscher Republik lesen wollte. Und ja, wie das dann so ist. Also ich habe natürlich alle 5 Essaybände gekauft, damit ich sie zur Hand habe. 4 gab es im Handel, den 5. habe ich antiquarisch erworben. Das war der Frühlingssturm, aber noch original verpackt. Und dann habe ich halt tatsächlich angefangen, im zweiten Band zu lesen. Interessante, zum Teil auch absonderliche Texte. Und jetzt bin ich eben bei von Deutscher Republik, aber habe noch nicht damit angefangen. Das ist nämlich ein relativ langer Text. Und weil ich ja dieses Buch über München um 1900 gelesen habe, und da wird dann eben auch tatsächlich ein Kapitel als Frühlingssturm betitelt. Und es geht um den Frühlingssturm als Erfindung von Thomas Mann. Und da lernt man dann ja immer die interessantesten Dinge. Das ist auch hier der erste Text. Es war mittags nach der Schule zwischen 1 und 2 Uhr. Ich hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen und bummelte meinen Cäsar unterm Arm und eine Boston Joglo zwischen den Lippen durch die Straßen und vors Tor hinaus. Vor welches? Das ist erstens ganz egal und zweitens weiß ich es selber nicht, denn ich gab nicht den mindesten Acht darauf, wohin ich ging. Ich schlenderte völlig gedankenlos. Wenn man aus der Schule kommt, ist man das immer. Ins Ungewisse hinein und ich weiß nur, dass ich mich nach geraumer Zeit auf einer Bank befand, vor der sich eine umfangreiche Grasfläche ausbreitete. Es war ein merkwürdig warmer Frühlingstag, so warm, dass alles Knospen und Blühen um mich her ersichtlich darunter litt. Alles sah durstig und müde aus. Regungslos ragte eine Gruppe Kastanienbäume neben mir in die Höhe. Über der begrasten Höhe lag zolldick Staub. Und kein Luftzug.
nicht das allergeringste merkbare Leben in all dieser schlaffen Trockenheit. Frühlingssturm! Ausrufezeichen. Dann geht es ein bisschen um Lübeck und seine Trägheit. Und jetzt heißt es noch einmal, Frühlingssturm. Ja, wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt. Das will unser Blatt, das will der Frühlingssturm. Und dabei handelt es sich um eine Schülerzeitschrift, die Thomas Mann zusammen mit seinem Schulkameraden und Freund Otto Grauthoff herausgegeben hat. Das Heft ist nicht erhalten, sodass die Wiedergabe dieses Texts auf der Wiedergabe von Zeitgenossen beruht, die das offenbar abgeschrieben haben. Und da es mehrere solche Abschriften gab, konnte man dann einen einigermaßen klaren Text formulieren. Und da zeigt sich eben, dass Thomas Mann mit 18 irgendwie der Meinung war, es müsse sich was ändern. Nicht? Also er war erst progressiv, dann ist er konservativ reaktionär geworden. Das Antisemitische drang immer durch und später hat er sich dann vom Reaktionären befreit und das Antisemitische domestiziert. Das kann man in diesen Bänden sehr schön nachlesen und damit beschäftige ich mich so nebenbei. Aber dabei bleibt es dann natürlich nicht. Der Erste Weltkrieg, der ja diese Periode, die Zeit der Verwandlung, die in den 1890er Jahren beginnt, die endet ja nicht mit dem Ersten Weltkrieg. Sie wird durch ihn einerseits unterbrochen, sie wird andererseits beschleunigt. Und dieses kulturwissenschaftliche Handbuch zum Ersten Weltkrieg, das enthält halt eine Fülle von wichtigen Artikeln und Erläuterungen, die sich damit beschäftigen. Und das verbinde ich dann natürlich immer wieder, um solche Phänomene wie den Frühlingssturm oder eben im Bereich der bildenden Kunst die Sezession sinnvoll erfassen zu können. Und da habe ich jetzt auch entsprechende Kapitel in dieser neuen Geschichte der deutschen Literatur zumindest schon mal identifiziert, zwei habe ich schon gelesen, um das eben etwas besser zu erfassen und mich da ja zu informieren, aber eben auch, um mich da äußern zu können. Also vielleicht gibt es tatsächlich auch mal demnächst ein Video-Essay zum Thema Frühlingssturm. Ja, liebe Zuseher und Freunde der Notizhefte, ich hoffe, so habt ihr einen Eindruck von der Bandbreite meines Kanals bekommen, gerade die, die noch nicht so lange dabei sind und die keine Lust haben, die älteren Videos alle anzugucken, wo ich auch noch einigermaßen unbeholfen vor der Kamera stehe. Das hat sich ja ein bisschen doch gebessert, wie ich finde, wenn ich neue und alte Videos vergleiche. Und es freut mich, dass der Kanal im Laufe der Jahre doch einen festen Kreis von Zusehern hat binden können und eine gewisse Zahl von Abonnenten gewonnen hat. Es gibt einen Austausch, der auch immer wieder interessante Punkte zur Sprache bringt. Ich mache diese Videos auch im nun angebrochenen sechsten Jahr noch gerne. Aktuell wegen der Betreuungssituation für meine Mutter habe ich nicht immer ganz so viel Zeit, wie ich gerne hätte, aber dadurch werden die Videos, wenn sie dann kommen, vielleicht sogar auch ein bisschen dichter und informationsreicher, als wenn man so 3-4 die Woche macht. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so und es ist schön, wenn neue Leute dazukommen und denen mag dieses Video vielleicht auch zur Orientierung dienen, womit sie hier so rechnen müssen. Ja, also es gibt hier wenig rosa und schwarze Bücher, Buchschnitte, gegen die ich nichts habe, aber die sind hier nachrangig. Das soll nicht heißen, dass die Leute, die sich mit Buchschnitten beschäftigen, schlechte Leser sind oder blöde Videokanäle machen. Das ist nicht der Fall. Nur bei mir steht das nicht im Vordergrund. Ich habe andere Prioritäten. Für mich sind im Leben andere Dinge wichtig und über die Dinge möchte ich hier sprechen. Und wenn ihr dabei seid, dabei bleiben wollt, dann freut mich das. Und in diesem Sinne, ad multos annos. Tschüss.